Jetzt fahren wir auf Urlaub, Coco. Zur Oma und zum Opa. Wie viel Prozent haben wir? 97. Wir müssen warten, bis er 100 kommt. Ich bin mir sicher, wir kommen damit bis zum Flughafen. Das habe ich ja schon dreimal nachgeschaut auf deinen Wunsch hin. Wir haben schon 97. Ja, es sind drei. Aber um das geht es nicht, weil was jetzt bald passieren wird, ist, dass du eine Runde fährst das erste Mal. Und dann werden wir schauen, wie du dich anstellst am Parkplatz. Stell dir vor, es passiert was. Ja. Und dann können wir morgen nicht fahren mit dem Bus. Das war gleich der Bordstein. Mal wie gesagt, das ist keine gute Idee. Endlich haben wir die Felgen nicht angehauen. Warum möchtest du nicht fahren? Weil es ist ja total ein liebes Auto, oder? Nein, es ist nicht. Wegen der Rekuperation. Du kannst ja ganz normal bremsen. Nein, der hat ja so einen komischen Einschlag. Dann komme ich nicht um die Kurven ja, und dann sicher. Ist doch, jetzt das probierst. Auto kaputt. Mach dir keine Sorgen. Solange er nicht 100 hat, kann ich leider nicht losfahren mit dem Auto. Dann musst du noch entriegeln. Und jetzt geht's. Drücken. Drücken. Wo ist der Knopf? Da, es geht nicht. Passt schon. Nein, es geht nicht. Da muss jetzt ein Tesla-Spezialist dazu. Ja, so macht man das nicht. Das sollte ich mal sagen. Muss man da auf die Bremsen steigen, wenn man losfährt? Hallo? Ja, ganz normal Bremse bremsen. Steigen? Ja, das ist einfach Drive, wie bei Mercedes. Wo tut man da Drive runterdrücken? Ja. Das war gleich der Bordstein. Mal wie gesagt, das ist keine gute Idee. Nein, das war mir schon wieder genug. Ich bin wo drüber gefahren. Da bist du ein bisschen drüber gefahren, ja. Aber ist nichts Schlimmes, ist nichts passiert. Jetzt fahr nochmal da raus. Nein, ich will jetzt wirklich nicht mehr. Kann man da jetzt abschalten? Parken, ganz normal, wie jedes Auto. Nein, ich will mit dem Auto nicht mehr fahren. Na gut. Vertagt. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes. Ich bin nicht so abgeschieden wie auf Mykonos, da kann man zu Fuß wohin gehen, wo was los ist. Ich war zwar noch nie da, aber wir gehen jetzt zum Hafen von Santa Eulalia. Ich bin mir sicher, wenn du navigierst, kommen wir sehr schnell ans Ziel. Was soll das heißen? Nix. Aua, wir fahren jetzt mit unserem Leihauto. Gehen. Das tust du so gern im Urlaub bei über 30 Grad. So wie ja, nein, meine Jogging-Ausflüge, die sind immer relativ erfolglos. Aber das ist auf den ersten Blick da schon sehr touristisch, muss man sagen. Also so ein bisschen so wie Italien. So, ja, aber das so wolltest du ja, oder? Was? Du wolltest ja nicht so abgeschieden wie auf Mykonos. Ja, auf Mykonos stimmt, da ist weniger Zivilisation, aber da ist schon mehr Touristen, mehr Kinder vor allem. Wir haben ja gedacht, wir haben ein Adults-Only-Hotel gebucht. Das war nur leider das, das wir dann doch nicht genommen haben. Sagen wir mal so, die Verena ist immer sehr begeistert, wenn sie ja, aber du genauso. Kinder schreiend in den Pool springen hört. Wir sind auch in der zweitgrößten Stadt auf Ibiza. Ja. Du wirst aber irgendwo sein, wo gar keine Restaurants oder so sind. Da gibt es wenig. Nein, das ist sehr cool. Jetzt müssen wir dann nur noch überlegen, welches Restaurant wir nehmen, weil da sind einige ja, an der Promenade, oder? Ja, wir können es kennen. Oberligo. Da gehen wir hin. Traveler's Choice Award 2022. Wenn es Nautilus, da gehen wir nicht hin, weil das gibt es am Dietrichsteinplatz in Graz. Ah, das ist ein Ausschlusskriterium. Ja, passt. Dann gehen wir zum Oberligo. Das ist, glaube ich, der Letzte, der nicht verkaufen wollte in der ersten Reihe. Also, das ist ja wohl schon sehr touristisch, oder? Ja, das ist ja schön. Das schaut auch nicht so schlecht aus. Perfekt. Schaut nicht schlecht aus, das sind viele Leute. Der Julian hat sich noch immer nicht entscheiden können. Ja, du möchtest ja nur noch um das Eck schauen und dann sind wir bald da. Und dann gehen wir wieder zurück, ja, dort, wo wir als erstes waren. Da ist Tapas. Das ist aber auch gut, Tapas. Gehen wir mal da schauen. Na, morgen vom Ibiza Town, aber am Dienstag oder am Mittwoch gehen wir da essen. Passt zurück, da wo ich vorher gesagt habe, dass wir
hingehen, gehen wir jetzt hin. Ich weiß zwar nicht mehr genau, welches das war, aber ist egal. Du gesagt hast, das ist so touristisch, da gehen wir nicht ja, hin. Ja, in den touristischen Kreis gehen wir jetzt zurück. Okay. Wir folgen einfach den Massen. Möchtest du da noch ein Foto machen? Ja. Setz dich drauf. Super. Toll. Cheers. Cheers. Mmh, gut. Boah, ist so stark. Wenn ich das dreimal trinke, dann gehen wir direkt HIV vergehen. Es schaut ein bisschen touristenschreckmäßig aus, aber ich glaube, es ist ziemlich gut, was man besitzt hier. Ein originales Messer. Weiß ich nicht mehr, wie es Gerichtkassen hat mit Brot und Muscheln und Shrimps. Und Tomatoes. So was haben wir in Mailand einmal gegessen, aber wie so eine Pizza war, so zu, das war zugedeckt, das war ein bisschen anders. Aber das geht da nicht, weil da die Muscheln dabei sind. Mahlzeit. Um Pizza Ibiza, da würde ich schon Mykonos sagen, würde ich geben 7 von 10 tatsächlich. Es war sehr, sehr gut. Gleich schmeckt wie das damals in Mailand, wie man das vorstellt hat. Sie könnten aus dem Lokal ein bisschen mehr machen. Es ist so ein bisschen auf schnell und so laut und so mit so dem Brotmesser irgendwie so. Also das Essen ist besser als im Lokal hermacht. Mir gefällt die Musik, mir ist nicht laut. Und das ist nicht hergerichtet mit diesen Blumen da in der Mitte. Aber ich möchte Ihnen eine gute Bewertung geben. Deswegen 8 von 10. Auf geht's ins Gym. Letztes Mal bei der Aufnahme sind wir nach Abu Dhabi gefahren, oder? Ah, nach Dubai sind wir gefahren. Während die anderen draußen im Pool liegen. Bei 33 Grad, oder wie viel sind das? Da ist das super in die. Entschuldigung, aber never not working out, sagt man, oder? Ja, genau. Jeden Tag, viermal Woche. Und dann gehen wir wieder. Vielleicht am Laufband noch 10 Minuten mit dir. Nein. Du kannst inzwischen eine Banane essen. Frisches Obst gibt es dafür nicht so viele Geräte und nur ein paar. Das ist genug. Zum Glück gibt es Weintrauben. Seit wann isst du Obst? Ich glaube nicht, dass man das darf. Da ist für die anderen nichts da. Ich verstehe kein Wort, aber ist gut. Ja, gehen wir, oder? Ja, hätte ich auch gesagt. Sonst ist genug. Sonst. Damit das nicht so zum Desaster wird wie gestern, suchst du jetzt schon aus, oder? Ich mir nichts aus da jetzt. Schau, wie viel da ist, da schauen nicht alle Bewertungen vor. Ja, sicher. Was für ein Desaster, wir haben gut gegessen gestern. Ja, eh, aber die Suche war ein Desaster. Ja, wir sind halt ein bisschen spaziert, das ist ja kein Desaster. Ich bin aber hungry. Nein, du bist hungry. Hungry. Schon seit einer Stunde. Ist das Taxi schon da? Ibiza Stadt oder am Hafen eher. Jetzt schauen wir mal, keine Ahnung, haben wir natürlich null damit beschäftigt, aber ja. Rundherum schaut es eh ganz cool aus, wie es so drinnen ausschaut, schauen wir mal. Sehr und cool, entscheidend natürlich wie immer ist, wo gibt es schnell was Gutes zu essen. Ja, schaut aus wie so ein Hafen. Bis jetzt, das sage ich immer wieder, schaut ein bisschen aus wie eine Mischung aus Kroatien und Italien, aber ist doch Spanien. Kann man sagen. Ganz viele Restaurants. Die ganze Straße darauf. Wer ist die Straße da? Ballermann? Ah, nein, das ist Mallorca. Das Ramblas, das ist ja in Barcelona. Ja, genau. Und morgen fahren wir da mit so einem Fischerboot. Da muss man mit Paddeln antauchen. Was für ein Fischgut hat Paddeln? Ja, unserer. Und gut. Mit dem müssen wir dann rüber. Ja, perfekt. Paddeln. Das wird sicher super. Ja. Du fährst, ich fahr mit. So eine Figur. Schau, da setzt sie lieber da so rein, Flower Power. Jetzt machen wir das so wie im Fernsehen und dann wird das Foto eingeblendet, dass gar kein Foto ist. Klick. Da siehst du dann alle Partys von heute aufgelistet. Also ein Official Shop. Da kriegst du die Tickets günstiger, als wenn du sie online kaufst. Da dann noch perfekt neben den Tickets. Gell? Da kann man sich perfekt so kaufst du das Outfit. Vor allem das, ja, ist das nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Also, weiß ich noch nicht. Da ich bin vom Fisch von gestern ein bisschen verstört, ehrlich gesagt, oder? Spannendes Thema, was du auch siehst, entweder sind es die Party Girls oder noch lustiger, die DJs. Anscheinend gibt es wirklich so viele
die Ants, oder? Der Inbegriff vom DJ mit dem weiten schwarzen T-Shirt ohne Aufdruck und ein bisschen tätowiert. Schwarze Sonnenbrille, also mindestens schon drei, seitdem wir da rumgehen. Ja. Man kann da oben auch essen, oder? Also der Aufstieg ist zwar ein bisschen weit, aber schaut so aus nach einem Restaurant. Ja, naja, jetzt schauen wir mal, wie weit es darauf geht. Aber ich glaube, das ist schon ein Stückchen. Das ist schon ein Aufstieg von einer Stunde. Eine Stunde? Ich glaube schon. Fotokurs mit Julian. Fotokurs? Das haben wir in Abu Dhabi. In Abu Dhabi. Es hat nur leider nicht so viel funktioniert. Aber das wäre so, glaube ich, im Fotolehrbuch drinnen, so perfekt gegen Licht und die Sonne scheint so rein, so durch das Tor. Vorne ein paar Leute als Silhouette. So muss es ausschauen. Aber es ist leider nicht so geworden, wie es mir vorgestellt hat. Aber in der Theorie. For drink. Wasser? Ja. Mit oder? Ohne. Oder was? Ohne. Mojito. Normal mojito? Yes. No mango, we have mango, we have a lot of flavors. Just standard mojito. Some broth, aioli? No, not for me. No. Okay. Thank you. Vielen Dank. Alle auf Deutsch. Wir werden gut, das war schon der zweite auf Deutsch. Aber warum wissen alle, wir sind gar nicht aus Deutschland? Ich kann es weder aussprechen, noch habe ich es jemals schon gegessen. Ich werde Entrecote Black Angus, begleitet von Chimichurri. Auch das wissen wir erst seit 20 Sekunden, was das ist. So eine Soße, so eine Gewürzsoße, oder? Und Pommes. Schaut gut aus. Sehr gut. Perfekt, schauen wir. Spanferkel mit, was ist da dabei? Süßkartoffeln und Bordweinreduktion. Ich finde es preislich voll in Ordnung. Nicht so wie auf Mykonos, wo man für 2 Minuten Taxifahrt 60 Euro zahlt. Egal wie lang. Cocktails sind auch voll in Ordnung. Gehen, oder? Ja. Gestern haben wir 8 Euro gezahlt. Die waren echt gut. Und für die jetzt 12, wenn wir da in der Innenstadt sind. Aber ist voll in Ordnung. Mykonos haben wir, glaube ich, fast 20 Euro. Über 20 Euro gezahlt. Kann ich mich erinnern. Da hast du über 40 Euro für 2 Cocktails gezahlt. Festgestellt, es sind keine Pommes. Ja, was ist denn gestanden? Kartoffeln. Das Fleisch schaut medium aus. Naja, doch mehr als medium. Aber schauen wir gerne. Die Sehr gut. Zwar nicht ganz medium, aber schmeckt gut mit der. Wie heißt das nochmal? Mimi Dimi? Chimichurro. Mit Chimichurro, was irgendwie so Öl mit Kräuter ist. Ich habe so ein Spanferkel. Voll plus. Gut, ja. Schmeckt wie Spanferkel bei uns beim Feuerwehrfest. Na, besser. Hinter dir ist übrigens ein bisschen die Party ausgebrochen. Ja, ich höre. Würde geben 8,5 von 10. Ja. Und zwar La Torretta Ibiza 8,5 von 10. Und zwar, erstens war es nicht ganz medium, zweitens waren die Pommes, was international einfach Pommes frites heißt, Kartoffeln. Ja, und zwar Ofenkartoffeln. Ja. Aber es war gut. Endlich wieder Frozen Joghurt. Letzter Mykonos-Vergleich. Es hat kostet 4,20 Euro pro Frozen Joghurt. Auf Mykonos hat eines, glaube ich, 12 Euro gekostet. Also das Vierfache von dem her. Und das ist viel größer. Medium, muss ich ehrlich sagen. Hätten wir doch zum anderen gehen müssen. Ja, ist no sugar, glaube ich. Aber dafür ist da Klima rein, weil draußen hat es 50 Grad und... Und es schaut fresh aus, der Shop. Die Musik ist auch featuring. Aber ich muss sagen, mich wundert es bis jetzt, es ist relativ wenig Partystimmung, aber das ist ja Ibiza Down da und nicht Playa del Bossa, aber trotzdem so richtig Party, ein paar Girls waren richtig aufgestylt, man weiß nicht, ob sie zum Arbeiten da waren, unter Anführungszeichen, werden wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, oder ob sie Party machen, aber, oder beides, so richtig Party oder dass irgendwer jetzt richtig viel getrunken hat, so wie man das vorgestellt hat. Ich denke immer ein bisschen an Mallorca, ehrlich gesagt. Nein, es ist 10 Uhr, da ist noch kein Mensch im Party-Stimmung. So, Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen zu alt für das. Nein, das Badschan ist ja da rauf, das fängt so um 1 an. Warum sollen dann jetzt also die Leute... Also das Badschan ist schon da. Das ist da in der Innenstadt. Playa del Bossa ist ja so rüber. Ist da runter und da runter. Playa del Bossa ist das Ushuaia. Das sind die zwei Top-Clubs. Das Badschan ist da. Achso, also eh nicht so weit weg. Partyviertel ist gleich im Bossa. Ja, und das werden wir uns noch anschauen, wie viel da tatsächlich los ist. Da werden wir euch mitnehmen, Freunde der Berge, und schauen, wie es wirklich so ist, ob es Party ist. Leider können wir im Club nicht filmen, aber wenn sich ein bisschen Party-Action am Tag können wir mitnehmen, gell? Genau. Und der Partyurlaub kommt nämlich in drei Tagen.